Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum Gamers Global Test zu Astrobot Rescue Mission. Dabei handelt es sich um einen Plattformer, in dem ihr als Steuermann einen kleinen Roboter durch etliche Levels dirigiert und auf dem Weg andere Roboter retten müsst. Die Spielmechanik basiert größtenteils auf klassischen Genre-Elementen, wie ihr sie etwa aus Jump'n'Runs wie Crash Bandicoot kennt. Das Besondere ist allerdings die VR-Anbindung, bei der ihr das Geschehen aus einem vom Spiel festgelegten Standort verfolgt und entsprechend den Kopf drehen müsst, um die Übersicht zu behalten. Astrobot Rescue Mission baut auf der Roboter-Retten-Demo aus der VR-Spielesammlung The Playroom auf. Rescue Mission ist aber nun eben keine Demo mehr, sondern ein vollwertiges Spiel, das in eine kleine Story eingebunden ist. Zu Beginn wird euer Schiff nämlich von einem Alien attackiert, der es zerstört und dabei eure Besatzung beinahe vollständig auf 5 Welten verstreut. Einer der kleinen Roboter bleibt jedoch übrig und ihr begebt euch mit ihm in jene Welten, um die Besatzung und die einzelnen Schiffsteile wiederzuholen. Diese Welten folgen nicht wirklich einem festen Thema, bieten dafür aber eine große Vielfalt. So seid ihr unter anderem in alten Minenschächten unterwegs, erkundet Lavawelten oder bewegt euch auch mal durch Umgebungen, die an einen Rummelplatz erinnern. Andernorts bewegt ihr euch durch düstere Geisterwelten, durch Canyons oder hoch über den Wolken über gigantische Bohnenranken hinweg. Ihr selbst seid dabei allerdings nicht der kleine Roboter, sondern eigentlich dessen Steuermann, der ihn kontrolliert und noch in anderer Form unter die Arme greifen kann und muss. Doch dazu später mehr. Den kleinen Roboter steuert ihr ausnahmslos mit dem DualShock 4, der auch stets in der VR-Welt sichtbar ist. Gerettete Roboter sausen mit ihrem Jetpack darauf zu und sammeln sich unter einer Klappe, die sich genau dort befindet, wo das Touchpad liegt. Mit dem Roboter könnt ihr nicht nur frei in der Gegend herumlaufen und springen, sondern auch per Knopfdruck eine Schubdüse zünden, um mittelgroße Kluften zu überwinden. Zudem könnt ihr auch schwimmen und tauchen, was in mehreren Unterwasserlevels zum Tragen kommt. Darüber hinaus müsst ihr auch kämpfen, mit einem Nahkampfangriff Gegner weghauen oder elektrisch aufgeladene Feinde mit der Schubdüse grillen. Das Platforming selbst ist in den ersten drei Welten nicht sonderlich knifflig geraten, gerade auf schmalen Laufflächen wie etwa T-Trägern greift euch Astrobot spürbar unter die Arme. Die besondere Herausforderung besteht allerdings darin, dass euer Steuermann dem kleinen Roboter an bestimmten Punkten zwar in den nächsten Abschnitt folgt, dort dann aber zunächst an einem vom Spiel vorgegebenen Standort verharrt. Ihr müsst also zwingend den Kopf drehen, um den Überblick zu behalten oder die nach Hilfe rufenden Besatzungsmitglieder entdecken zu können. Dabei geht es natürlich nicht nur um das Drehen des Kopfes. Manchmal müsst ihr euch auch leicht nach vorne beugen, um sehen zu können, was sich hinter einer Ecke befindet. Das klingt vielleicht nervig, aber auf das Gegenteil will ich hinaus. Denn genau solche Elemente sind es, die einen Teil des besonderen Reizes von Astrobot ausmachen. Ihr werdet aber noch stärker als nur durch die Kopfbewegungen und das Steuern des Roboters ins Geschehen einbezogen. So müsst ihr beispielsweise bestimmte Gegner mit einem Kopfstoß besiegen oder auf dieselbe Weise eine Plattform aktivieren. Wer dem gespuckten Schleim bestimmter Gegner per Kopfbewegung ausweicht, vermeidet, dass die Sicht kurzzeitig eingeschränkt wird. In anderen Situationen köpft ihr einen Fußball auf einen Widersacher, um ihm damit den Gar auszumachen. An bestimmten Punkten sammelt ihr zudem spezielle Ausrüstungsteile ein. Mit einem Seilwerfer spannt ihr etwa ein Tau über einen Abgrund oder greift nach Ankerpunkten, über die ihr Löcher in Wände reißt. In anderen Levels erhaltet ihr hingegen einen Wasserwerfer. Damit füllt ihr später auch mal Räume mit Wasser, damit ihr mit eurem schwimmfähigen Roboter eine höhere Kante erreicht oder kühlt Lava zeitweise herunter, damit ihr gefahrlos voranschreiten könnt. Eines dieser und anderer Gadgets in Astrobot spielt auch in jedem der Bosskämpfe eine Rolle, die euch am Ende jeder Welt erwarten. Die glühende Lavakugel eines Oktopus etwa kühlt ihr mit dem Wasserwerfer runter, damit ihr sie aufnehmen und ihm anschließend vor den Latz knallen könnt. Bei einer gigantischen Spinne wiederum nutzt ihr einen Ninja-Stern, mit dem ihr Spinnweben kappt. Bei der Verwendung der Gadgets wird Astrobot ab Welt 4 dann auch deutlich anspruchsvoller. Mehr oder weniger gleichzeitig den Wasserwerfer per Touchpad zu bedienen und den Roboter über damit heruntergekühlte Plattformen zu bewegen, ist manchmal auch einfach etwas unhandlich. In einem Geisterlevel, in dem ich per Taschenlampe unsichtbare Plattformen aktiviere, bin ich doch häufiger mal in den Abgrund gestürzt. Spätestens dort war ich dann auch dankbar für die vielen Checkpoints in den Levels, dafür, dass eingesammelte Besatzungsmitglieder global gespeichert werden und ich abseits der Bosskämpfe eine unbegrenzte Zahl an Wiederbelebungen habe.
Richtig gut gefallen hat mir Astrobot Rescue Mission aber nicht zuletzt auch aufgrund seiner zuckersüßen Darbietung. Die quietschenden Roboter, die um Hilfe rufen, während sie sich mühsam an einer Kante festhalten oder irgendwo von einer Spinne eingewoben auf ihre Rettung warten, machen einfach nur Spaß. Zudem stecken einfach unglaublich viele liebevolle Details drin. Der kleine Roboter winkt mir etwa freudig zu, wenn ich ihn in Richtung meines Steuermanns blicken lasse, oder zieht sich eine VR-Brille an, wenn ich ihn kurzzeitig stehen lasse. Schalte ich ein Boss-Level frei, für das ich eine bestimmte Anzahl an Robotern in den Levels retten muss, zertrümmern sie gemeinsam das blockierende Vorhängeschloss. Erreiche ich das Ende eines Levels, legen sie eine putzige Tanznummer aufs Parkett. Aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Denn wenn der Roboter etwa einen Schwimmreifen vor meinen Augen anlegt, dann bin ich einfach nur noch hin und weg. Die hohe Grafikqualität und die meist knallbunte Farbgebung tun ihr Übriges. Übrigens fällt aus meiner Sicht die VR-Verträglichkeit enorm hoch aus. Kurioserweise wurde es mir beim Sichten der gecapturten Spielszenen ein wenig seltsam in der Magengegend, beim Spielen selbst allerdings kein bisschen. Die Spielzeit fällt mit vielleicht 4-5 Stunden nicht gigantisch hoch aus, es handelt sich allerdings auch nicht um einen Vollpreistitel. Zudem könnt ihr über die Level 26 zusätzliche Herausforderungslevels freischalten, die dann auch erheblich anspruchsvoller ausfallen. Aber für mich ist am Ende eh die Qualität entscheidender als die reine Solo-Spielzeit. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Von allen VR-Inhalten zum Start von PSVR habe ich die kleinen Roboter in The Playroom mit am meisten genossen. Das komplett eigenständige Abenteuer ist einfach nur eine Wucht geworden. Spielerisch bringt Astrobot zwar gar nicht so viel Neues hinein, das ich nicht bereits aus der Playroom-Version kannte. Aber das Spiel strotzt einfach nur so vor kreativen Ideen und liebevollen Details. Allein die kleinen Roboter sind einfach nur herzallerliebst. Klasse ist auch die Vielfalt, die die Spielwelt bietet. Die Gegnertypen mögen sich schnell wiederholen, aber vom Dschungel über Unterwasser- und Geisterwelten ist alles mit dabei, ohne dass es auch nur ein einziges Mal künstlich wirkt. Gut, dem einen oder anderen mag Astrobot in den ersten zwei oder drei Welten vielleicht etwas zu simpel ausfallen. Und so richtig anspruchsvoll wird es nie. Unabhängig von der letzten, deutlich kniffligeren Welt hat das meinen Spielspaß aber zu keiner Zeit reduziert. Das Spiel holt technisch aus meiner Sicht zudem fast alles raus, was in der PS4 Pro drinsteckt, steuert sich enorm gut und bietet mit seinen vielen Zusatzlevels auch einen ordentlichen Mehrwert für Könner. Mit 4-5 Stunden für die regulären Levels ist Astrobot zwar recht kurz, dafür aber eben auch richtig gut. Von mir bekommt das Spiel deshalb eine 9.0. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr wie immer auf gamersglobal.de.